hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Herzlich willkommen zur inzwischen 41. Sendung über die modernen Kriege. Eine Serie, die im Grunde euch erzählt, euch an der Bibel beweist, dass alle Kriege auf dieser Welt einen religiösen Hintergrund haben. Wenn man die Bibel gelesen hat, dann weiß man das sowieso, weil allein schon im Alten Testament die Kriege, die dort geführt wurden, teilweise eben auch durch Israel, auch einen religiösen Hintergrund hatten. Ohne die Religion wären diese Kriege niemals geführt worden. Ohne die religiöse Absicht damals, die Saat zu beschützen, die in Genesis Kapitel 3, Vers 15 angekündigt wurde, hätten die Israeliten ja niemals in den Krieg ziehen müssen gegen die Heiden. Also das waren auch schon Glaubenskriege. Das Problem ist, die römisch-katholische Kirche meint, sie ist tatsächlich das wahre Christentum und kann deswegen die Kriege und Kreuzzüge fortsetzen. Und das ist überhaupt nicht mehr die Lehre von Jesus Christus, der uns nämlich etwas ganz anderes gelehrt hat. Der uns nämlich gesagt hat, liebt eure Feinde, ja? Betet für die, die euch verfolgen. Ja? Das ist eine ganz andere Art, weil die Saat ist aufgegangen. Die Saat, die in Genesis 3, 15 angekündigt wurde, ist aufgegangen. Und das war Jesus Christus. Und von daher haben wir die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten, was die meisten Menschen das Alte Testament nennen. Und die Erfüllung nennen die meisten Menschen das Neue Testament. Ich nenne das Alte Testament das Gesetz und die Propheten. Und ich nenne das Neue Testament die Erfüllung eben dieses Gesetzes und der Propheten. Weil Jesus Christus hat das Gesetz nicht abgeschafft, sondern hat das Gesetz vollbracht. Ja? Deswegen sagt er auch, es ist vollbracht, als seine letzten Worte am Kreuz. Wir haben hier unsere letzten Worte noch lange nicht gesprochen. Diese Serie wird immer intensiver, immer tiefer, aufgrund der wunderbaren Leidenschaft, mit der Gerald sich der Recherche hingibt, also der Untersuchungen für diese Serie, jede Woche ein neues Skript zu bringen. Ob wir das alte jetzt durchgelesen haben oder nicht, das ist ihm völlig wurscht. Es kommt immer wieder ein neues Skript, und auch der Marius ist hinter dem Schirm sehr, also hinter euren Schirmen jetzt, seht ihr nicht, hört ihr nicht, merkt ihr nicht, ich auch, übrigens auch nicht, oftmals auch sehr beschäftigt, dem Gerald zuzuarbeiten, und die beiden machen das wunderbar zusammen. Und was sie in den letzten Tagen zusammengetragen haben, das können wir heute am 28.12. in der 41. Lesung sehen und hören. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich Gerald und Marius. Ja. Bitteschön. Hallo Jörg, vielen Dank für die Begrüßung. Hallo Marius, hallo liebe Zuhörer. Ja.
Hallo, keine Sorge, ich schalte meine Webcam nicht ein, beziehungsweise stecke sie nicht ein. Also ich sitze hinter dem Bildschirm, man wird mich nicht sehen. Und ja, die Ehre gebührt vor allem Gerald, der trägt das alles zu. Und wenn ich da während der Sendung etwas beitragen kann, das freut mich. Und wenn ich dann zwischendurch irgendwas finde, was vielleicht ins Thema passt, dann poste ich es in den Chat. Und wenn es nützlich ist, freut es mich auch. Aber wirklich, Gerald macht hier den Löwenanteil aus. Danke, Marius. Aber davon merkt man in der Lesung nichts. Ne? Denn was du hier immer bringst, das sind so Sachen, die so auf dem Punkt sind und die so gut in die Lesung passen. Also von daher, ne? Ja, gebe ich dir die Blumen gerne weiter. Ne? Ja. Danke. Ja. Aber trotzdem mal, vielen Dank. So, genau. Jörg, du hast ja ein schönes Stichwort gegeben mit dem Liebt eure Feinde. Ne? Das ist ja natürlich immer so, dass bei uns immer so zufälligerweise immer Zufälle sind, dass wir also, sage ich mal, Dinge dann ansprechen, die dann irgendwo in dem Skript stehen. Und ich habe mittlerweile wieder mein altes Skript umwerfen müssen, einfach da deswegen, weil zwischen der letzten Lesung und dieser Lesung ja dieses sogenannte Weihnachten lag. Und ich mehr oder weniger ja, über Funk, Fernsehen, teilweise übers Internet sehr viel von ja, den Amtskirchenträgern gehört habe und diese Menschen eben sehr viel mit bestimmten Worten ja, gesprochen haben. Also ein Wort, das ständig fiel, war Gerechtigkeit und ein anderes, was dann ständig irgendwo in dem Zusammenhang zu hören war, war das Wort Frieden. Und Jörg hat es ja schon gesagt, man soll seine Feinde lieben. In dem Sinne, dass man eben auch niemanden endgültig vor den Kopf stößt, sondern immer auch versucht, Gutes zu tun, auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür etwas erhofft. Zumindest steht es ja im Lukas 6, Vers 35 so geschrieben. Und das besagt ja eben, dass man niemanden verurteilen sollte, ja, als Christ. Und wie das die Würdenträger der Amtskirche tun und was sie darüber denken, darüber handelt diese Sendung. Und weil das Ganze natürlich nicht beginnt, ohne dass man vielleicht ein paar wichtige Zitate aus der Bibel hier mit aufführt, habe ich mal mir die kleine Mühe gemacht, einfach für ein paar bestimmte Punkte, zum Beispiel aus dem Römerbriefen, euch etwas rauszusuchen, ne, wo das Thema ja, Gerechtigkeit, Friede, aber eben vielleicht auch der falsche Prophet auch ein Thema sein wird. Und da würde ich den Jörg bitten, doch einfach mal das blau unterstrichene mal anzulesen. Und wenn ihr einen Kommentar habt oder Jörg, wenn du sagst, da muss ich jetzt mal reingehen, dann kannst du das natürlich gerne jederzeit tun. Ne? Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1 aus der Schlachterbibel. Und ich muss hier direkt vom Text zu lesen abweichen und muss euch einen anderen Text mal eben vorlesen, weil ich habe ja letztens diesen Spruch sehr wichtig, als sehr wichtig empfunden und das tue ich heute immer noch. Epheser Kapitel 2, Verse 1 und 2. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Der Geist, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt, ist genau der Geist, den Paulus hier anspricht, wenn er sagt, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten, viele Geister in den Sünden des Ungehorsams in die Welt ausgegangen. So kann man das auch verstehen. Und so, glaube ich, sollten wir das verstehen. Weil die Bibel hat ganz selten irgendwelche Lehrsprüche, die nur einmal irgendwo stehen. Die stehen oftmals zwei- oder dreimal da, nur die Worte sind ein wenig abgewandelt, angepasst. Und ich finde hier 1. Johannes 4,1 ganz gut bezogen auf 2. Epheser, Kapitel 1 und 2, also Verse 1 und 2. Wie seht ihr das denn? Also ich sehe es jetzt genauso, weil vor allem deswegen, und darum geht es ja, ne, dass man erstmal prüft, ne, von wem kommt das Wort, was gesprochen wird und wie ist es gemeint. Ne? Und deswegen muss man das eben ja prüfen. Und prüfen heißt ja, dass man es ja, lesen muss und man muss gucken, ja, was ist das für ein Mensch, ne? Was hat er sonst noch so von sich gegeben, ne? Als Frucht seines Geistes sozusagen. Schön's, Marius?
Ja, aber das kann man auch wieder zu Rate ziehen, weil ich muss zugeben, ich hatte mich schwer damit getan, wenn gesagt wird, liebe eure Feinde. Das heißt, die tun einen Böses unter Umständen oder ob physisch oder einfach mal ja, mit ihren Aussagen. Aber da muss man halt auch eine Trennung zu führen, denn wir sollen die Menschen lieben, aber nicht die schlechten Geister, die sie dann halt besetzen. Und auch nicht ihre Taten, was auch an einer anderen Stelle in der Bibel geschrieben steht. Und wenn man das zu trennen weiß, dann kann man sich auch vorstellen, dass der Mensch vielleicht irgendwann mal zum Freund wird, weil er einfach sich von diesem schlechten Geist, von diesen falschen Propheten oder Besetzung löst und irgendwie zur Wahrheit findet und dann unter dem guten Geist steht. Und dann wird dieser Feind zum Freund. Und wenn man ihn zuvor schon irgendwie ja, nach seinem Leben trachtet und so weiter, dann hat dieser Mensch nicht mehr die Chance, sich dem Guten zuzuwenden, sich vom falschen Geist des Ungehorsams zu lösen und dem Heiligen Geist zuzuwenden. Deswegen sollen wir niemanden töten. Und wenn wir jemanden lieben, dann lieben wir den Menschen an sich als Mensch. Aber wenn er Schlechtes tut, dann nicht seine schlechten Taten und nicht den Geist, unter dem er steht, der ihm zu diesen schlechten Taten verleitet. Ja, oder auch aus sich, weil das Herz des Menschen ist auch schlecht. Aber nichtsdestotrotz kann man ja die Menschen nie aufgeben, mit gutem Beispiel vorangehen und ihn ermahnen, hoffen und beten, dass er sich von diesem schlechten Geist, den wir prüfen sollen, löst und zum Heiligen Geist zurückfindet. Und so ist es, glaube ich, einfacher, irgendwie die Trennung, das zu verwirklichen. Dann mag man denn eine Person oder andere so als Mensch, dass er ein Mensch ist und hofft, dass er dann irgendwann mal zum Guten findet. Aber natürlich Moritz, nicht die schlechten Geister und die schlechten Taten. Die sollte man hassen. ich finde gerade, was du jetzt ansprichst, das ist ja genau das, was ja dann vielleicht sogar auch gemeint sein könnte, ne? Weil in dem Moment, wo du jemanden, der dir was Böses getan hast, eben nicht das Gleiche wiedergibst, Nicht sondern Auge um einfach Auge, diese Zahn um Kette, Zahn. ja, genau, ne? Diese Kette unterbrichst einfach, ne? Dass dann eben bei diesem Menschen, der dir was Unrechtes oder Böses getan hat, eben gerade das eben zum Umdenken bringt und dass er dann sozusagen aus diesem schlechten Geist rauskommt. Vielleicht ist es ja genau das, Marius, ne? Ich fand Ja, entweder das. Marius' Aussage ganz gut darüber, dass er meinte, dass wir uns da nicht dran rächen sollen. Und das ist ja natürlich irgendwo die erste Reaktion, die ein Mensch auf Verfolgung und Folter oder was auch immer hat. Aber die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt, die Rache ist mein, sprach der Herr. Es ist nicht an uns, um uns hier auf dieser Welt zu rächen. Wir müssen diese Dinge ertragen. Ja, tolerieren, ertragen, für Gott. Gott, also, oder besser gesagt, Jesus Christus hat für uns viel mehr gelitten, als wir jemals leiden können. Kein Mensch hat jemals das durchgemacht, was Jesus Christus mitgemacht hat. Das ist beispiellos und das ist auch ohne Wiederholung. Das kann nie wieder wiederholt werden, weil Jesus Christus ist für die Sünden der ganzen Menschheit gestorben, weil er selbst sündenfrei war. Und es gibt keinen anderen sündenfreien Menschen auf dieser Welt und es gibt auch keinen, der dafür stirbt. Also von daher war das Opfer, was Jesus Christus gebracht hat, das absolut größte. Und das Opfer, das wir bringen können, ist doch auch nur, um für unseren Gott Yahweh zu sterben. Und dann lassen wir an ihn über, wie die Rache stattfinden wird. Denn die Rache ist mein, sprach der Herr. Ja, Jörg, du kannst gern, wenn du möchtest, noch weiter Ja, gerne. Ich dachte nur, fahren. ihr hattet da vielleicht noch was drauf zu sagen. Deswegen ist ja Ja, nicht also geskriptet. Ich weiß das ja nicht, wann ihr was sagen wollt. ja gut, das ist ja dieser Impuls, ne? Ich meine, den man ja verspürt, ja, also auch Menschen, die sagen ja mal nicht jetzt so selbstreflektiert sind, dann vielleicht auch noch stärker verspüren, ne? Und dann aber auch gar nicht wissen, wie sie sich sozusagen dann selber in so eine Gewaltspirale reinbringen, ne? Und ich meine, wenn man sich das jetzt mal biblisch mal betrachtet, dann ist das natürlich eine unglaubliche Hilfe, dass man tatsächlich dann selber sein eigenes Fehlverhalten, seine eigene ja, Fehlerhaftigkeit eben auch erkennen kann. Ne? Und ich denke, dieses Erkennen ist so dieser Schlüssel, ne? Dass du dann auf diesem Weg merkst, Mensch,
Na, ich muss jetzt gar nicht unbedingt jetzt aggressive sein. Es ist doch schon dann ein Fehler, wenn man auf diese Aggressivität einsteigt. Ne? Und das ist ja alltäglich so. Ne? Bei kleinen Sachen wie bei größeren, dass man, wenn man einen schlechten Tag hat, man sich mehr oder weniger selber dabei ertappt, wie man dann jetzt vielleicht was gesagt hat oder was gedacht hat, wo man dann hinterher denkt, na, aber das war jetzt ja nicht ganz in Ordnung. Ne? So. Ja, und das ist genau das, was passiert ist im Kapitel 17 der Apostelgeschichte, Vers 11, als die Beröer eben alles in dieser Welt genommen haben und an der Bibel gemessen haben. Und das müssen wir auch. Wir müssen unsere Taten, alles, was wir tun, was wir sagen zu anderen Menschen und sonst wohin, das müssen wir an der Bibel messen. Ist es gerecht, im Licht der Bibel diese Dinge zu sagen, oder ist es im Licht der Bibel ungerecht? Ist es ehrlich? Ist es wahrhaftig, um das zu sagen? Und das ist echt nicht leicht. Da hat, glaube ich, jeder jeden Tag mit zu kämpfen, weil manchmal sind die Worte ja schneller ausgesprochen, als man sie fast denken kann. Ja? Lass stehen, sich darüber nachzudenken. Aber das ist genau der Punkt, dass man eben immer alles an der Bibel messen muss. Und deswegen auch nicht schnell verurteilen und so. Weil wie oft fällen wir nicht ein vorschnelles Urteil über jemanden oder über etwas, ja? Weil wir gar nicht alle Informationen haben. Deswegen sagt man ja so schön im Englischen, don't judge a book by its cover, nicht? Verurteile das Buch nicht aufgrund seines Umschlags, sondern lies, was drin ist. Das wird Menschen genau das Gleiche. Du kannst einen Menschen nicht beurteilen aufgrund dessen, was du mal kurz siehst, wenn du ihn siehst. Sondern du musst ihn beurteilen nach seinen Taten, nach seinen Früchten. Deswegen steht ja an den Früchten, werdet ihr sie erkennen. Aber das ist ein so intensives Thema, Gerald und Marius. Ich glaube, wenn wir da drüber hin fortgehen, dann werden wir überhaupt keine moderne Kriegelesung machen. Dann werden wir jetzt eine ganze Stunde lang über die Bibel und diese Verse sprechen, was auch mal eine wunderschöne Sache wäre, denke ich, da mal rüber zu sprechen. Sicherlich. Wenn einer des anderen Feind ist, dann hat man schon seine schlechten Früchte oft gesehen. Das heißt, das ist ja gar nicht mal so dieser erste Eindruck oder die zu vorschnelle Beurteilung, weil man aber schon immer wieder die schlechten Früchte der Menschen sieht und sie deswegen zum Feind werden, sollte man sie vielleicht doch nicht aufgeben, trotzdem lieben sie als Mensch, nicht deren Taten und Geist. Wenn man jetzt die dann erschlagen würde, sage ich mal so platt, ja, dann nimmt man ihnen die Möglichkeit, sich doch davon zu lösen und gut zu werden. Ja, und Gewalt lässt sich nicht mit Gewalt rächen. Das ist ganz einfach. Ja. Und wir haben auch nicht das Recht, wir haben auch nicht das Recht zu rächen und wir haben auch nicht das Recht, jemanden Leben zu unterbrechen, weil nee, du sollst ja nicht töten nicht und die Rache ist mein, sprach der Herr. Da kommen wir genau wieder auf die zwei Verse zurück. Ja, stimmt. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man hier auch betonen muss, dass auch das Wort, was ich spreche, auch eine ganz wichtige Bedeutung hat. Ne? Weil mit Worten kann ich natürlich viel in dem Kopf erreichen. Ne? Also wie ich reagiere, das kann natürlich eine Geste sein, das kann Mimik sein, ne? Aber es ist vor allem, denke ich, auch das Wort, wie ich also sprachlich, verbal darauf reagiere. Ne? Und gerade jetzt, um den Bogen vielleicht mal ein bisschen zu kriegen zu der Ukraine-Problematik, die ja hier auch wieder natürlich ein Thema ist in dieser Sendung, da ist es ja eigentlich umso wichtiger, wenn sagen wir mal, ein Konflikt besteht zwischen zwei Parteien, sage ich jetzt mal, dass man eben dann mit besonderer Bedacht die Worte wählt, vor allem die Worte, die dann noch abgedruckt und verteilt werden, ne? Sodass eben dann noch viele andere Menschen so diese Worte dann lesen können. Ne? Und gerade das sind sozusagen diese, ich sage jetzt mal, Amtswürdenträger, ne? Die von sich ja selber behaupten, dann entsprechend noch die Gleicheren unter den Gleichen zu sein, ja eben besonders wichtig, ne? Weil ja, der Mensch hört eben auf das, was sozusagen dann aus dem Lautsprecher kommt und was dann irgendwo in der Zeitung steht. Und das wird uns ja heute beschäftigen in der Lesung, wie oder wessen Geist dann diese Menschen leitet. Ne? Also von daher, ne, dieser Bogen auch von dem, was Marius, was Jörg, was ihr gesagt habt, auch nochmal dann zurück auf diese aktuelle Situation, ne, wo man ja auch weiß, dass sich eine Konfliktsituation ja jederzeit eskalieren kann. Also wenn ich da nicht mit Bedacht meine Worte wähle, um sozusagen möglichst wertneutral zu sein, also dass ich möglichst eben nicht parteiisch bin, ja, sondern sozusagen bildlich über den Konflikt stehen kann, dann habe ich keine Chance, diesen Konflikt beizulegen, sondern dann wäre ich Teil des Konfliktes. Und wir werden sehen. Das bist du immer, wenn du in dieser Welt an diesen Konflikten überhaupt teilnimmst. Das solltest du überhaupt nicht. Ich glaube,
unsere Aufgabe, auch in unsere Aufgabe in dieser Serie, ist es, die Menschen darüber aufzuklären, wie die Welt funktioniert. Und zwar in der Hinsicht, wie die Welt funktioniert aus Sicht der Bibel. Und die Bibel macht ganz deutlich, dass wir uns in solche Dinge nicht einmischen sollen. Wie gesagt, es steht so und zwar nicht Wort für Wort geschrieben, aber es gibt viele Verse, aus denen man das ableiten kann, wo eben gemeint ist, dass wir zwar in der Welt leben, aber nicht von der Welt sein sollen. Und wenn wir uns in diese Konflikte, entweder Ukraine-Krieg oder jeden anderen Konflikt, selber einmischen würden, dann wären wir von der Welt. Und das ist verkehrt. Aber was wir machen können, das ist den Menschen aufzeigen, schaut mal, das funktioniert so in der Welt, weil die meisten Menschen halt in der Welt leben und sich mit diesen weltlichen Dingen beschäftigen und fürs Spirituelle oder fürs Geistige überhaupt nicht offen stehen, weil sie dafür kein Verständnis haben. Und wir wollen ja den Leuten gerade mit dieser Serie eben zeigen, dass eben das Geistige immer diese Aktivitäten auf dieser Welt steuert. Alle Dinge, die auf dieser Welt passieren, werden von einem Geist gesteuert. Und da gibt es entweder den Geist der Menschen des Ungehorsams oder den Geist der Menschen des Gehorsams. Es gibt da keine Grauzonen. Alles ist in der Hinsicht schwarz oder weiß. Und ich finde gerade der Spruch aus Epheser macht ganz deutlich, dass wir wissen, dass alle bösen Taten von bösen Menschen in, ausgeführt werden, die von einem bösen Geist geführt sind, nämlich von dem Geist, der eben Satan ist, ne? Der Prinz der Lüfte, wie darin geschrieben steht. Und man ist halt entweder von diesem bösen Geist beseelt oder geleitet oder eben von einem guten Geist. Das ist für mich ist das eine ganz deutliche Sache. Und auch die Bibel, denke ich, macht da ganz klar den Punkt. Aber jetzt selber uns engagieren in irgendwelchen Konflikten oder probieren als Vermittler oder sonst irgendwas aufzutreten, also jetzt nicht unbedingt wir persönlich, aber vielleicht andere, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben und meinen, sich da engagieren zu müssen, das ist eben nicht das, was die Bibel ganz deutlich meint, wenn sie sagt, von in der Welt leben, aber eben nicht von der Welt sein. Wir können diese Konflikte, wir können diese ganzen Dinge auch nicht aufhalten. Das ist alles vorher bereits geschrieben. Gott hat alles bereits vorher ordiniert. Es wird alles so passieren, wie er es vorausgesehen hat oder wie er es vorher bestimmt hat. Ja, da können wir im Grunde gar nichts dran machen. Das Einzige, was wir als Christen machen können, ist, andere Christen darüber aufzuklären, dass sie sich eben von diesen Dingen nicht beeinflussen lassen sollen, sondern dass sie eben die Liebe praktizieren sollen, die eben Jesus Christus auch im Neuen Testament, wie man das so schön nennt, halt in der Erfüllung des Gesetzes und der Propheten gelehrt hat. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das sind auch, glaube ich, die Bibelsprüche, die du rausgesucht hast. Hast auch den Johannes 17, 15 bis 17? Und von daher würde ich jetzt da gerne mal mit weitergehen. Welchen Vers er jetzt rausgesucht hat und nicht, das werden wir dann sehen, weil, wie gesagt, wenn wir da zu viel ins Detail gehen, dann können wir gleich eine ganze Bibelstudie darüber machen, was wir ja vielleicht gerne machen können. Aber ich denke, es ist eher jetzt wichtig, dass wir nochmal auf die Texte zurückgehen und dass ich da nochmal weiterlese, wenn das in Ordnung ist für euch. Ja, absolut. Ja, es ist okay. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen sehen, dass wir im Geist der Sendung bleiben. Ne? Ja, sind 40 Seiten auf jeden Fall, ja. Ja gut, die schaffen wir heute ja sowieso nicht. Aber also 1. Johannes 4,1 ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, das stimmt. Und die Bibel spricht ja auch von den falschen Propheten auch im Buch der Offenbarung. Das ist dann wieder eine ganz bestimmte Person, natürlich. Okay, dann haben wir Römer Kapitel 1, Verse 16 und 17. Die sind auch Unterteil gewesen von meiner damals zehnstündigen Studie des ersten Römerkapitels. Hier steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dazu gibt es ein Äquivalent im Alten Testament, also in den Propheten und im Gesetz und den Propheten. Abraham wurde sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ja? Und eben weil er geglaubt hat, wurde er gerecht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wieder, dass wir etwas sehen, das im Gesetz und den Propheten steht, was hier in der Erfüllung eben diesen wiederholt wird, auf eine andere Art und Weise. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Abraham denken. Ja?
Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, dass egal, wo wir in dieser Welt sind, dass wir niemals Jesus Christus verleugnen. Ich möchte kein Petrus werden, der Jesus Christus, bevor der Hahn kräht, dreimal verleugnet. Ja? Möchte ich nicht. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, sagt Paulus. Ich tue das auch nicht. Und es ist ganz wichtig, dass egal in welcher Situation wir im Leben sind, dass wir uns niemals des Evangeliums von Christus schämen. Das ist nämlich der Anfang vom Ende des Glaubens. Okay, Römer 5, 1 bis 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Römer Kapitel 12, Verse 17 bis 18 sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Ja, wie ich bereits gesagt hatte, Gewalt bringt nur weitere Gewalt hervor. Ja. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und mit demjenigen, mit dem ich keinen Frieden halten kann, gehe ich ganz einfach nicht um. Solchen Leuten gehe ich aus dem Weg. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Konflikten aus dem Weg gehe oder Konflikte scheue oder sowas. Es geht einfach darum, es hat keinen Sinn, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen, weil da kommt nichts Gutes draus fort. Ja. Matthäus 5, 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Da hatten wir ja, glaube ich, in der früheren Sendung schon mal drüber gesprochen, über diesen Vers, nicht wahr? Ja. Jakobus 3, 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Naja, du kannst ja nicht Krieg säen und Frieden ernten. Das geht nicht. Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, das sagt Jesus Christus hier. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also ein ganz wichtiger Punkt in Johannes 14, 27, der hier gesagt wird. Nicht wie die Welt gibt. Und deswegen müssen wir eben uns von dieser Welt lossagen. Ja, probieren uns davon loszusagen. Es gibt andere Stellen im Paulusbrief, wo er selbst auch sagt, wie schwer das ist. Und dass er die Dinge, die er hasst, macht und die Dinge, die er liebt, nicht macht. Und so weiter und so weiter. Das ist immer ganz, ganz schwer. Aber hier sagt Jesus Christus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Der Friede von Jesus Christus ist nicht der Friede, den die Welt gibt. Und von daher können wir auch nicht probieren, dieser Welt Frieden zu geben oder den Frieden, den Jesus Christus uns gegeben hat, dieser Welt zu geben. Weil das ist ein Ding der Unmöglichkeit. 1. Petrus 3, 10 bis 12 sagt, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Was ist denn nun mit falschen Propheten, welche nicht in diesem Sinne reden? Soll ich mal durchgehen, ja? Kannst du gerne durchgehen, genau. Römer Kapitel 1, Verse 18 bis 20, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Römer 1, 28 bis 32 fährt im selben Sinne fort. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von Ungerechtigkeit, Unzucht,
Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Mhm. Markus Kapitel 7, Verse 20 bis 23. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jakobus Kapitel 1, Verse 6 bis 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Hier kommen wir wieder zu dem Verständnis, in der Welt leben, nicht von der Welt sein. In anderen Worten. Jakobus Kapitel 3, ja, das ist etwas, da kann man stundenlang an diesem wunderbaren Kapitel verbringen. Darum lesen wir jetzt nur die paar Verse zwischen Vers 13 und 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische, ich füge für die Menschen, die es nicht so gut verstehen, gnostische hinzu. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Vielen Dank. Hier muss ich dich, Jörg, leider mal erst mal ganz kurz mal unterbrechen. Ich fand hier dieses Wort erstmal unparteiisch unglaublich wichtig, weil genau das in dem Sinne eben genau diesen Frieden überhaupt erstmal ermöglicht, dass man erstmal versucht, nicht in dieser Welt oder von dieser Welt zu sein und damit eben natürlich auch nicht parteiisch zu werden. Ne? Und wir werden das gleich sehen, dass das wieder dann in den nächsten Seiten wieder von Bedeutung oder für Bedeutung wird. Und ich habe... Also parteiisch heißt ja teilen, also von Sinne, Teil und Herrsche könnte man sagen. Was noch zu diesen ganzen Zitaten passt, ist auch Johannes 17, 15. Ich bitte nicht, spricht, denke ich mir, Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt, wir sollen dann auch für uns, wir sollen die Leute nicht aus dem Leben nehmen, aus der Welt schaffen, sondern sie vor dem Bösen bewahren. Ja, aber du sollst eben auch nicht die Perlen vor die Säue werfen, ne? Sprichwörtlich. Ne? Also wo du merkst, es hat keinen Sinn, dann geh einfach weiter. Ne? Richtig. Ja, das hat er ja auch gesagt, wenn ihr in ein Haus kommt und ihr lehrt das Evangelium und die Leute wollen es nicht hören, dann dreht euch um, fegt eure Füße an der Tür, wie nennt sich das da? Schwelle. An der Schwelle, genau, danke. Ja, Deutsch ist manchmal eine schwierige Sprache. Ich hoffe, meine Tüte Deutsch hat mich auch gehilft.
dann fegt eure Füße an der Türschwelle ab und geht weiter, geht zum nächsten Haus. Ja, weil wenn ich bei Leuten bin, die vom Geist des Ungehorsams beseelt sind und diesen nicht aufgeben wollen aufgrund der ganzen Vorteile, die sie auf dieser Welt lieber haben möchten, als die Vorteile, die sie in der kommenden Welt haben möchten, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Da können wir nichts machen. Da kann vielleicht Gott nochmal selbst irgendwas bewirken, aber wir nicht. Wir müssen da reingehen, wir müssen ihm das Evangelium verkünden, nehmen Sie es an, es ist gut, nehmen Sie es nicht an, okay, da müssen wir weitergehen. Und das merkst du auch in vielen Fällen, ne, wo man dann immer wieder versucht, weil es vielleicht ein guter Freund ist oder wo einem einmal was anliegt. Bitte, Menschen, bitte, ne? Bitte, fang mit dem Thema nicht an. Ich habe mir an einem Freund, den ich hier in Belgien 1993 kennengelernt habe, als ich jetzt zu studieren angefangen habe, der bis vor ein paar Jahren immer noch mein Freund war, an dem habe ich mir so die Zähne ausgebissen. Ich habe mit dem diskutiert, ich habe den so gegen die Wand gedrückt, und zwar rein, also sprachlich, dass er keinen Ausweg mehr wusste. Er wusste einfach keinen Ausweg. Ich kann dir da nicht darauf antworten. Ich sage, nee, warum nicht? Ich sage, weil du die Wahrheit nicht erkennen willst. Geh da jetzt nicht ins Detail drüber. Das ist der Freund. Und das andere ist mein Sohn. Habe ich dasselbe miterlebt, mit dem ich überhaupt keinen Kontakt mehr habe, weil er sich auch nicht mehr meldet. Nach Jahren, dass immer ich da hingekommen bin, immer habe ich mich gemeldet bei ihm und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, irgendwann muss nicht mehr. Und dann tut es natürlich ganz besonders weh, wenn man eben solche Leute, die man aufgrund der Zeit in dieser Welt, die man mit denen verbracht hat, möchte, dass sie auch die Wahrheit erkennen, möchte, dass sie auch gerettet sind, möchte, dass sie auch das ewige Leben annehmen. Wenn man von solchen Leuten immer wieder abgewiesen wird, das tut weh und kann einen auch verzweifeln lassen. Mich hat es zum Glück nicht verzweifeln lassen, sondern ich sage mir, okay, mein Sohn zum Beispiel, das ist meine Blutfamilie hier auf dieser Erde, aber Jesus Christus hat ja auch während einer Predigt, als an ihn herangetragen wurde von, ey, Jesus, sag mal den Leuten, die müssen Platz machen, weil deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind hier und wollen dich sehen. Und Jesus hat sich nur umgedreht und hat gesagt von, ein jeder, der das Wort Gottes befolgt, der ist mein Bruder und meine Mutter und meine Schwester. Das heißt in anderen Worten, nein, Blut ist nicht dicker als Wasser. Das ist ein Spruch, den sie euch in dieser Welt gerne verkaufen wollen. Aber das Wasser, meine Lieben, ist das Wasser des Lebens. Und das Blut ist das Fleisch, das sündvoll ist. Und das kann man nicht immer bekehren. Aber man kann die Leute nur im Geist bekehren. Und wenn sie nicht bekehrt werden wollen, dann sind wir eben am Ende unseres Latein, sage ich jetzt mal so, angekommen. Die Geschwister, und da spreche ich jetzt für mich persönlich, die ich im Geiste habe, die sind für mich viel wichtiger als die, zwischen Anführungszeichen, Geschwister, die ich im Fleisch habe, weil ich habe keine Geschwister hier. Ich habe meine Mutter. Meine Mutter ist zum Glück im selben Glauben wie ich. Das ist das ganz, ganz große Glück, sonst könnte ich hier überhaupt nicht die ganzen Dinge tun, die ich tue, sonst würde ich sie wahrscheinlich auch nie getan haben. Aber das ist der einzige Mensch, den ich habe. Sonst habe ich überhaupt keinen. Und ich verstehe es natürlich, es ist oftmals schwer, solche Dinge loszulassen. Mit meinem Sohn hat mich das auch irre lange gekostet. Und dass ich heute da wieder drüber spreche, heißt ja, dass das immer noch in meinem Kopf rumspukt. Ne? Wie man so schön sagt. Mhm. Ich kann es nicht ganz loslassen, obwohl ich weiß, er ist verloren und ich kann da nichts dran tun. Mhm. Aber es liegt eben nicht an uns. Ne? Das ist nicht unsere Aufgabe letztendlich dann. Also den Weg weisen schon, aber letztendlich, ne, ob das dann Früchte trägt, das ist dann nicht unsere Entscheidung. Ne? Ja, ja, Jörg, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem zu diesem Zitat Jakobus 3, Vers 17 noch mal sagen. Und zwar habe ich ja von dir gelernt, dass man ja Dinge immer doppelt und dreifach prüft. Und gerade bei Bibelzitaten habe ich ja schon so einiges erlebt, was dann nicht ganz so erfreulich war. Also Stichwort, was jetzt Bibelübersetzung und Bibelgenauigkeit angeht. Und ich habe dann mal ja bei dem Vers mal die King James Online nochmal bemüht und bin dann dazu gekommen, dass dort eine ganz andere Übersetzung rausgekommen ist, als das, was in der Schlachter steht zum Beispiel jetzt hier. Ne? Weil die ganzen Bibelzitate, die habe ich extra alles nochmal korrigiert und alles nochmal auf die Schlachter bezogen, dass wir hier eine einheitliche Übersetzung haben. Ne? Das nochmal so nebenher. Und da bin ich eben dann dazu gekommen, dass eben aus dieser Weisheit, die eben laut Schlachter eben leicht etwas sagen lässt,
eben dann in der King James eben übersetzt mit, ist leicht etwas zu erbitten. Ne? Also die Weisheit, die leicht zu erbitten ist. Und ich finde, das ist erstmal grundsätzlich schon ein Unterschied, weil nur jemand, der merkt, dass er eben selber Hilfe braucht und sich dann entsprechend an diese Kraft wendet, der ist vielleicht auch dort dann in der Lage, diese sogenannte Wahrheit oder diese, sagen wir mal ein anderes Wort dafür, diese Erkenntnis auch zu bekommen. Und jemand, der das gar nicht braucht, weil er denkt, er hat schon alle Weisheit der Welt, so quasi sprichwörtlich mit Löffeln gefressen, der wird niemals in diesen Zustand kommen, in diese Geisteshaltung kommen, irgendetwas zu erflehen oder zu erbitten. Und deswegen finde ich das schon einen großen Unterschied hier und habe daraufhin mal mit DeepL übersetzt. Und da bin ich auf das nächste Interessante gekommen, dass DeepL diesen Vers komplett anders übersetzt. Also beziehungsweise diese Stelle, ich sage es nochmal anders, sanftmütig und leicht zu erbitten, beziehungsweise meinetwegen auch, dass die Weisheit sich etwas sagen lässt, komplett raus ist. Und das habe ich euch mal als Screenshot mal drunter gefügt. Also ihr seht das selber, Jörg, wenn du mal weitergehst, genau, ne, hier siehst du es wirklich. Und dazu kommt noch, dass hier eine Art Aufzählung erfolgt ist. Erstens, zweitens, drittens, viertens. So, wo ich jetzt gedacht habe, Moment mal, ist das hier etwas irgendwie, dass da sozusagen vorgegebener Text hier erkannt wurde oder beziehungsweise hier eingespeist wurde? Und habe dann nochmal sämtliche Bibelversionen nochmal durchgearbeitet und es gibt keine solche Aufzählung, wie ihr sie jetzt hier in der Übersetzung findet. Und wie gesagt, das ist die originale Übersetzung. Und habe ich mal ein bisschen rumgespielt und habe diesen Vers nur teilweise eingegeben, also bis easy to be entreated, ja, dann aufgehört. Und dann ist es so, tatsächlich wird hier zumindest das easy to be entreated als leicht zu ertragen übersetzt. Ja. So, das habe ich jetzt zweimal untereinander kopiert, Jörg, da musst du zweimal weiter scrollen. Also auf der Seite 5 oben ist es auch nochmal leider, ich habe das doppelt. Ja, siehst du, das hier wird drittens zweimal erwähnt. Ja. Ja, drittens. Die Weisheit aber, die von oben kommt, ist erstens rein, zweitens friedfertig, drittens sanftmütig und drittens leicht zu ertragen. Ja. Also ich verstehe überhaupt nicht, wo Sie die Aufzählung erstens, zweitens, drittens hernehmen, weil es ist im Englischen nur erst dann und dann alles andere, ohne da eine Wertung anzugeben, wobei hier eine Wertung dran gegeben wird, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann noch das dritte hier sogar eben zweimal hintereinander erwähnt wird. Also das ist mir vollkommen unverständlich. Ja. Ich persönlich gebrauche übrigens auch, ich habe noch niemals in meinem Leben DeepL gebraucht, wobei ich jetzt da keine Wertung drüber abgebe, weil ich kenne das einfach nicht. Ich gebrauche immer den Google-Übersetzer und ansonsten suche ich mir ein englisches Wörterbuch raus. Ein englisch-englisches Wörterbuch, ja, also kein englisches Wörterbuch, das ins Deutsche übersetzt, sondern ein englisches Wörterbuch, das die Worte in Englisch erklärt. Ja. Und das ist oftmals viel hilfreicher. Aber bitte, Gerald, fahr fort. Ja. Naja, also ich habe das im Prinzip dann auch nochmal so ein bisschen rumgespielt. Also ich fand es auch extrem komisch, weil das ist eben wirklich gar nicht da stand. Ja? Und zweitens dann eben, ihr habt es ja gerade gelesen, dass komplett dann wegfällt. Ja? Also dieser wichtige Absatz wird einfach nicht übersetzt. Und dann habe ich einfach mal dieses Easy to be entreated nochmal so eingegeben in den DeepL-Übersetzer und dann wird es eben übersetzt mit leicht zu ertragen. Also die Weisheit, die ist leicht zu ertragen, so sinngemäß. Ne? Dann alternativ übersetzen, leicht zu behandeln, einfach zu behandeln, leicht zu bearbeiten. So, dann habe ich hier genauso gedacht wie du gerade, wenn dann mal mit Google probieren und bin dann von Easy to be entreated zu der Übersetzung gelangt, gleich zu behandeln. Also die Weisheit ist leicht zu behandeln. So. Und das wiederum hat mich dann letztendlich zu einem Online-Wörterbuch geführt, weil ich jetzt die Schnelle kein englisches Original zur Hand hatte. Und da wird interessanterweise dieses to entreat oder auch mit E geschrieben, mit anflehen, ersuchen, flehentlich bitten oder inständig bitten übersetzt. Und das ist interessant, dass das Google sozusagen, wenn man diesen Begriff so eingibt, nicht erkennt. Aber wir wollen jetzt mal das jetzt mal zugute halten, zumindest Google bei der automatisierten Seitenübersetzung von meinem Browser Edge, ja, das läuft dann auch über dieses Google-System, dort zumindest das entsprechend inhaltlich so erkennt als anflehen und ersuchen. Ja. Also insofern ist das schon interessant, wie
verschieden hier teilweise die Übersetzung sein können. Und ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal so mit dazugeben, dass man hier wirklich selbst da nicht sicher sein kann, dass das alles immer so stimmt, ja, mit den Übersetzungen. Ne? Wobei ich eigentlich jetzt von diesem DeepL, der macht eigentlich eine ganz gute Arbeit. Aber ja, wie gesagt, ich war also jetzt mal gelinde gesagt entsetzt und kann ich das bloß weitergeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei anderen Bibelstellen auch noch der Fall ist, aber ich fand es extremst merkwürdig, gerade weil das ja eigentlich auch schon relativ bekannter Übersetzer ist. Ne? Du weißt nicht, ob das bei anderen Bibelstellen auch der Fall ist. Mhm. Vor wie vielen Jahren habe ich damit angefangen, die Leute darauf hinzuweisen, dass es in Deutsch keine einzige korrekte Bibel gibt, sondern dass man die König James eigentlich ins Deutsche übersetzen sollte, zumindest für einen großen Teil. Pass auf, die König James ist auch nicht ganz fehlerlos. Mhm. Das hat aber andere Gründe. Da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Mhm. Aber ich habe ja damals dieses Papier bereits angefangen, was auch auf Archive steht, was ich leider schon lange nicht mehr angefüllt habe, wo ich angefangen habe, eben wichtige Texte, die auch die Renate mit übersetzt hat, ins Deutsche direkt aus der König James zu übersetzen. In meiner kommenden Studie, die ich im Jahr 2023 irgendwann, ich hoffe so schnell wie möglich, anfangen werde, werde ich auch, wenn es Bibelzitate sind, immer dafür sorgen, dass die aus der König James direkt übersetzt werden, um eben genau diese Ungenauigkeiten wegzunehmen. Man ist als Deutscher oder man wird als Deutscher von allen Seiten immer nur verarscht, muss man ganz deutlich so sagen. Und wenn man nicht selber Zugang zu anderen Sprachen hat und Dinge selber kontrollieren kann, dann merkt man gar nicht, wie man von vorne bis hinten beschissen wird. Um es mal ganz flach zu sagen, das ist leider so. Ja. Und das ist hier wieder einmal bewiesen worden. Ja, leider. Das war nicht geplant, Jürg. Ne? Das, also das, ja, wie gesagt, habe ich so jetzt auch noch nicht. Ich habe ja auch so einen, Punkt, ja, in Offenbarung Kapitel 13, wo es ein Wort gibt, das es im Deutschen einfach nicht gibt. Das Wort steht im Englischen da und das gibt dem ganzen Vers einen ganz anderen, eine ganz andere Interpretation, einen ganz anderen Sinn. Und in Deutsch ist das Wort einfach nicht da. Hm. Gibt es einfach nicht. Tja. Ja, Jörg, der Lukas 6, Vers 35, ne? Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ne? Das ist genau das, was wir besprochen hatten. Ne? Eingangs, da muss ich dann bloß dran denken, wo du das erzählst, damit ihr liebt eure Feinde und dass das jetzt hier in dem Skript halt so schön drinsteht. Und auch dort, interessant, gibt es auch wieder ganz verschiedene Übersetzungen. In der Neuen Leben Bibel, ne, da wird eben, erweist ihnen Gutes und leiht ihnen Geld. Also leiht ihnen Geld. Ist, ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln, ne, weil dieses Lend, dieses Wort, das bezieht sich natürlich nicht nur auf Geld. Aber wenn ich jetzt natürlich dort das Wort Geld mit einfüge, dann ist es richtig, ne? Aber damit wird auch der Sinn natürlich extrem reduziert und verändert. Ne? Also genau in dem Sinne, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also insofern ist das schon wirklich echt ein Problem, dass wir als Deutsche dort so ein bisschen, ich sag's mal auf Deutsch, verarscht werden. Ne? So, Jörg, aber ich würde dich trotzdem vielleicht nochmal bitten, damit wir jetzt mal zu den Aussagen von den Protagonisten kommen können, die ich mir jetzt mal so mehr oder weniger rausgesucht habe, nochmal bitte die letzten Bibelstellen in Blau nochmal zu lesen. Aus 1. Johannes Kapitel 3, ja, Vers 18. Genau. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Matthäus Kapitel 7, Vers 15 bis 23. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man noch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen,
sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir dich in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr, die ihr Ungerechtigkeit arbeitet. Ye who work iniquity, heißt die englische Originalstelle. Wieder eine ganz bescheidene Übersetzung. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Nicht, da geht's nicht drum. Ye that work iniquity, ihr, die ihr Ungerechtigkeit arbeitet, hat meines Erachtens doch ein etwas anderes Verständnis. Entschuldigung, dass ich dich hier... Das ist super. Nee, danke. Also ich muss sagen, das ist die nächste Stelle, die ich korrigieren werde. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Mhm. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Sprüche Kapitel 10, Vers 19 und 18. Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen. Und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Aus demselben fantastischen, wichtigen Buch des Alten Testaments, so genannt, aus dem Gesetz und den Propheten, Sprüche, Kapitel 14, Vers 5. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge spricht Lügen aus. Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen, sagt David im Psalm 120, Vers 2. Ja, vielen Dank, Jörg. Genau, und in diesem Sinn ist es natürlich jetzt an uns, einfach mal jetzt wieder in die Jetzt-Welt zu gehen mit den aktuellen Problemen. Und ihr wisst ja, dass jetzt gerade Weihnachten vorbei ist und natürlich jeder, der da irgendwo meint, da wichtig zu sein, da seine Dinge dann die Welt posaunt. Jörg, und so kannst du mal bei uns kurz mal bitte auf das nächste Bild gehen. Das ist ein Bild von der Annette Korschus. Das ist die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und ich kann euch gleich sagen, das, was ihr jetzt hier in Anführungszeichen dick über ihrem Foto prangen seht, Waffen für Ukraine sind Pflicht christlicher Nächstenliebe, Zitat Ende, habe ich so nicht gefunden, obwohl das ja in einigen Zeitungen tatsächlich drinsteht, die aber das offensichtlich irgendwo hergeleitet haben. Finde ich extrem plakativ und auch da muss ich sagen, bin ich jetzt keiner, der jetzt sagt, ich nütze dann solche Dinge aus, sondern ich gucke mir da wirklich dann in meinem Rahmen, die ich jetzt habe, an, ist das jetzt in Ordnung, ist es nicht. Aber was auf jeden Fall interessant ist, dass unser, ich sag mal, schon bekannter katholischer Bischof Franz Josef Overbeck, der übrigens nicht nur Essener katholischer Bischof ist, sondern seit 2011 auch Militärbischof. Und dann diese Annette Korschus, ne, die Präsidentin der Evangelischen Kirche, die eben dann jetzt aktuell ja zu diesem Zeitpunkt eben zum Ukraine-Konflikt Stellung genommen haben. Und Jörg, ne, mir sind jetzt gerade noch deine Worte im Kopf. Ne? Wir sollen nicht von dieser Welt sein, eigentlich. Ne? So, und jedenfalls hat sie gesagt, keine Waffe ist geeignet, Frieden zu schaffen. Das ist vollkommen richtig. Und sie hat gesagt, wir als Kirche stehen dafür, dass Gesprächsfäden niemals abreißen dürfen. Das finde ich auch total wichtig. Klar, das ist richtig. So, und dann steht, interessant, dennoch müsse Deutschland die Ukraine dabei unterstützen, sich mit Waffen zu verteidigen. Zitat, ich halte die Unterstützung mit Waffen zur Verteidigung als Ultima Ratio für geboten. So, mehr steht jetzt hier nicht. Ne? Da sind wir schon wieder vollkommen in der Jetzt-Welt und eben nicht dort, wo man eigentlich eine geistige Führung der Evangelischen Kirche in Deutschland vielleicht erwarten würde. So,
Das Zitat übrigens, was ihr jetzt hier seht auf dem Bild, ist nicht ganz korrekt wiedergegeben. Und zwar findet ihr, wenn du mal so lieb bist, etwas weiter runter scrollst, einen Beitrag der Evangelischen Kirche auf Twitter. Und dort heißt es eben, dass die Annette Kurschus eben gesagt hat, Zitat, du sollst nicht töten, heißt auch, du darfst die Totschläger nicht gewähren lassen. Deshalb kann ich sagen, ich halte die Unterstützung mit Waffen zur Verteidigung als Ultima Ratio für geboten. Zitat Ende. Das heißt also, dieser nicht ganz unwichtige Zusatz, du darfst die Totschläger nicht gewähren lassen, wurde hier in dem Bild einfach mal unterschlagen und eben ja mit dem anderen Zitat, was also hier sie so nicht gesagt hat, eben ergänzt. Ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so in Ordnung. Das ist keine gute journalistische Arbeit, wenn man es mal so will. Aber Jörg, also in dem Kontext, ich weiß nicht, willst du das kommentieren? Du darfst die Totschläger, oder Marius vielleicht, ich weiß nicht, dass es euch jetzt die Sprache verschlagen hat, so wie mir. Also ich habe jetzt die ganze Zeit durch die Kommentare gescrollt, weil ich auf der Suche war, dass ich noch was zeigen soll. Ich verstehe nicht, wo ich jetzt bin hier im Text. Entschuldigung. Achso, nee, ganz oben. Das ist einfach nur dieses Zitat. Da geh nochmal zurück, ganz hoch. Ja, genau, dieses lilafarbene EKD. Dort ist im Prinzip dieses Zitat. Das verstehe ich schon. Ich dachte, dass ich hier runterscrollen soll. Deswegen hatte ich erstmal nur das Zitat. So. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, also zu dem, was wir gesagt hatten, finde ich, ist es eigentlich genau der Gegenentwurf von dem, was wir mehr oder weniger geistig verstehen. Ne? Also meine Meinung dazu ist, erstens heißt, du sollst nicht töten, heißt nicht, du darfst die Totschläger nicht gewähren lassen. Das heißt es für mich überhaupt nicht. Deshalb kann sie sagen, ich halte die Unterstützung mit Waffen zur Verteidigung als Ultima Ratio für geboten, kann ich überhaupt nicht unterstützen, weil mit Waffen, ich gebrauche Waffen oder Menschen gebrauchen Waffen, um andere Menschen zu töten. Du sollst nicht töten. Also dadurch, dass ich dann jemanden anders töte, dann werde ich ja selbst zum Totschläger und darf ich ja auch nicht gewehrt bleiben. Also ist doch ein Widerspruch in sich selber. Dass sie das nicht merkt, liegt daran, Entschuldigung, meine lieben Frauen, weiblichen Zuhörer und Zuschauer, eine Frau hat in der Kirche als Predigerin, als Lehrerin nichts zu suchen. Nichts. Sie ist total, biblisch gesehen, am verkehrten Platz. Deswegen will ich da auch weiter gar nicht drauf eingehen. Ah, okay. Und jetzt werden wahrscheinlich die ganzen... Du hast dich auch gefragt, ob die... Ja, jetzt werden wahrscheinlich die ganzen weiblichen Zuschauer mich hassen dafür, dass ich das gesagt habe, aber das ist nun mal so biblisch, ob ihr das wollt oder nicht. Ja, ich weiß nicht jetzt, Marius, wolltest du noch was sagen? Wort fiel, aber du fragtest dich dann, was ist jetzt original, was verfälschte Zitat? Kennst ja den stillen Telefon, wonach jede Instanz irgendwie ein bisschen die verfälscht wird. Die Reise nach Jerusalem heißt das doch auch, oder? Ist das nicht so? Na, das ist das mit dem Stühlen. Ah ja, okay, ja, stilles Telefon, ja, okay. Einfach mal zu der Quelle gehen, zu ekd.de. Ich habe mir gepostet im Chat, da ist ein Link. Okay. Direkt von der ekd.de Seite. Ja. Und? Ja, wenn man dann sich fragt, hat das ein Reporter verfälscht, ist das jetzt irgendwie ein verfälschtes Zitat, hat sie was anderes gemeint, immer dann zu den Originalseiten gehen und dann ist man sich sicher, dass das nicht wie das stille Telefon irgendwie ein ganz anderer Sinn rausgekommen ist. Ja, und deswegen haben wir ja auch hier diesen EKD nochmal eingefügt. Ne? Und ich habe mir natürlich dann, Jörg, wie du auch mal die Kommentare angeguckt. Und da habe ich so zwei Kommentare gefunden, die finde ich richtig übel, um das mal vorsichtig zu formulieren. Das erste von dem ER-Nutzer, die 10 Gebote sind keine Verbote, sondern Gebote. Ne? Weil es also den Sinn nachlegt, dass ich mir sozusagen unter bestimmten Umständen durchaus vorstellen kann, halt Menschen ins Leben zu nehmen. Ne? Also vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Unbiblisch hoch 10. Und dann in diesem Sinne auch dieser Andreas Herzog, der dann meint, Zitat, was mich immer bei dieser Diskussion überrascht, korrekt übersetzt heißt es, Zitat, du sollst nicht morden. Zitat Ende. Ein entscheidender Unterschied. Aha.
wenn er meint. Ne? Also vollkommen, das sind aber so die einzigen, wo man sagt, gut, also da ist klar, in wessen Geist ihr seid. Die anderen, die das hier, die sich hierzu geäußert haben, mehr oder weniger denke ich mal, dass das auch so ja, Christen sind, natürlich. Ne? Und was mir aufgefallen ist, dass viele von denen, die jetzt hier kommentiert haben, sehr wütend waren in ihren Kommentaren. Ich meine, das kann man natürlich verstehen. Das ist, wie gesagt, jetzt auch keine Wertung von mir. Und ihr könnt ja mal kurz hier reingucken, beziehungsweise ich kann es mal mit anlesen. Ja, zum Beispiel dieser Walo Gauch zum Beispiel, der da meint, wie dumm ist das denn? Also bezogen auf die Äußerung von der Annette Kurschus. Mit einem Zitat, das Töten verbieten und am gleichen Atemzug die Werkzeuge zum Töten hochloben. Aber eben in der Kirche gab es schon immer doppelzüngige Heuchler, egal welchen Geschlechts. Ja, oder der Tyler Blum, der dann meint, die Kirche ist wieder im tiefen Mittelalter gelandet. Silly 121 sagt, Moment, das ist eine Moment, bevor ja. du die jetzt alle abradelst hier. Auf den Andreas Herzog. Ja. Du sollst nicht morden, ein entscheidender Unterschied. König James Bibel, Exodus, Kapitel 20, Vers 13, die 10 Gebote. Thou shalt not kill. Übersetzung. Du sollst nicht töten. Ja, genau. Das Nicht-Morden steht, glaube ich, nicht in der Einheitsübersetzung. Ja, das interessiert mich nicht, in welcher falschen Bibel das steht, ja, ja. Aber das ist ja wieder gerade mal der Punkt. Es ist falsch übersetzt. Und das rechtfertigt wieder die Kriege, weil im Krieg ist ja nicht Mord, wenn man da tötet. Töten ist jedes Töten. Morden ist das vorsätzliche Töten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich soll überhaupt nicht töten. Nicht vorsätzlich und auch nicht versehentlich. Im Gesetz und den Propheten gibt es eine Stelle, wo geschrieben steht, wenn ich aber jemanden hier durch einen Unfall zum Beispiel töte, weil zwei sind zum Holzhacken im Wald und mir rutscht die Axt aus und ich schlage dem anderen den Kopf ab, dann kann ich dafür trotzdem bestraft werden. Ich habe trotzdem getötet. Ich soll nicht töten. Du sollst nicht morden. Morden wäre, wenn ich mit dem Vorsatz mit dem anderen in den Wald gehe, um ihm den Kopf abzuschlagen. Das ist ein Unterschied zwischen morden und töten. In der Bibel steht ganz klar drin, du sollst nicht töten und nicht, du sollst nicht morden. Und dass solche Leute hier falsche Bibeln zitieren, passt doch, wenn sie auf einer Seite sind, die mit der Bibel und die mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Mann, regt mich das auf. Aber das wollte ich nicht, dass sich das so aufregt. Nein, das kannst du ja gerne. Aber das ist doch gut, das zeigt dann auch genau diese Diskussion, die wir jetzt haben, ja? Wo es eben genau darum geht, eben die Geister genau zu prüfen. Ne? Und indem du jetzt zum Beispiel das kommentierst, hast du dem Andreas Herzog sprichwörtlich die Luft abgelassen, geistig gesehen. Den Wind von, aus den Segeln genommen, ja, wie man so schön sagt. Ja. Vielleicht hört es ja. Und sagt sich, Mensch, ist es mein Fehler, ich sollte mal vielleicht die King James Bibel mal probieren zu lesen. Ne? Ein entscheidender Unterschied, wie er selbst schreibt. Ne? Ja, ein entscheidender Unterschied, ja. Ja. So, jetzt mach weiter mit Silly 121. Ja, ja, also ich habe ja nicht alle. Ne? Ich habe so ein paar, bloß, dass ihr mal einen Eindruck kriegt, auch wie so auch die Leute so denken. Ne? Und das ist ja manchmal auch nicht verkehrt. Ne? Also Silly 121 schreibt, Zitat, das ist eine verkommene Gesellschaft, die immer nur von Waffen spricht und nie vom Frieden. Eisenkraut sagt, du sollst nicht töten, Ausrufezeichen. Ne? Das galt, bis die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschlands, das Wort ergriff. Freier Demokrat meint, der Teufel hat nicht nur seinen Fuß in eure Kirche. Selig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Matthäus 5, Vers 9. Thomas meint, I. war auch Nächstenliebe, ihr Gottlosen. Ägyptchen Girl Deborah meint, Impfen war nicht nur Nächstenliebe, Impfen war sogar nach Aussage des Papstes eine christliche moralische Pflicht. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Wo sie sich ja erst drum rumgewunden hatten, ne? Das hatten wir auch schon in verschiedenen Äußerungen in dieser Humana Communitas nachgewiesen, aber letztendlich haben sie sich dann schnell darauf geeinigt, dass es doch eine moralische Pflicht gibt. Ne? Genau so ist es. Genau, dann dieses Egyptian Girl meint, danke für die immer wiederkehrende, konsequente Bestätigung. Das ist die absolut richtige Entscheidung, wo aus eure gottlosen, satanischen, pervertierten Pharisäerverein auszutreten. Die Oma Heidi, die sich nicht erpressen lässt, schreibt, bin ich froh, als Christin aus diesem Verein ausgetreten zu sein. So. Dann der Gerd Wilding, in guter Tradition mit der Tradition der EKD,
hat hier ein Bild der Weihung von Waffen und Soldaten im Ersten Weltkrieg mit reingepostet. Und der Professor Dr. Zankapfel meint, christlich, Weihnachtsbotschaft? Moment, nein, danke. Moment mal eben, das Bild, das hier reingepostet ist, ist nicht aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Das ist, die haben Tornister, die haben so eine... Na? Damals gab es auch keine Farbfotos in der Qualität. Also das nee, ist das eine, ist ja ein bisschen... Das ist ein meine bisschen eher eine Zeichnung, noch, wenn man da mal drauf ja, geht. Ja. Das ist kein Bild. Das ja? ist eher so, würde ich auch sagen, ja. Grafisch ein bisschen nachbearbeitet, aber und, so wie die mit dem... Und ja. Entschuldige bitte mal, da muss ich dahin nochmal sagen, so verhielten sich die deutschen Protestanten im Ersten Weltkrieg, wie will er wissen, dass das da alles Protestanten sind und keine Katholiken? Ja. Also das ist wieder hier eine Unterstellung, das ist eine Aussage, die überhaupt nicht beweisbar ist und dass im Ersten Weltkrieg katholische Priester Waffen gesegnet haben und Soldaten gesegnet haben, ist ein Fakt, der mir bekannt ist. Dass protestantische Pastoren das vielleicht auch gemacht haben, ist möglich, ist mir nicht bekannt. Mhm. Aber hier einfach zu schreiben, so verhielten sich deutsche Protestanten im Ersten Weltkrieg, Entschuldigung, ach, das kann ich so unkommentiert nicht stehen lassen. Ist okay, ich gebe es dazu, ich habe das versucht auch mal rauszukriegen, habe das angeklickt, aber es war ein toter Link. Also da ging nichts zu klicken. Ja. Also von daher, ja. Gut, aber ja, mit den Waffenweihungen und diesen Dingen, das findet sich natürlich überall. Ich kenne es jetzt selber auch, jetzt in erster Linie von der katholischen Kirche, aber gut, ja, könnte man nochmal überprüfen. Auf jeden Fall hat er es halt reingetragen, ne? Vielleicht also das nächste Mal ein bisschen mal mit Quelle, das wäre natürlich dann hilfreich. Ne? So, und jedenfalls dieser Herr Dr. Zankapfel schreibt christlich, Weihnachtsbotschaften, nein, danke. Jeder aufrichtige Christ sollte diesen Götzenanbetern entsorgen. Der Alex W. meint, nein, du sollst nicht töten, heißt, du sollst nicht töten. Es heißt nicht, du sollst nicht auf der falschen Seite töten. Bei diesem Gebot gibt es keine Nationalität. Punkt. Stefan Wogauer meint, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Ne? Matthäus 7. Gelesen, ne? Eben gelesen, genau, ne? Und der Nürnberg Unfassbar 2022 meint, Kirche war für mich immer ein Ort des Friedens. Nun bringen sie auch noch diesen letzten Punkt zum Wanken. Waffen sind zum Töten da. Sie bringen keinen Frieden. Die Kirche ist keine Vertretung des christlichen Glaubens mehr. Sorry, ich drehe die jetzt aus. Ja, das nur mal vielleicht dazu, dass ihr ja mal ein Gefühl kriegt, was da für eine Stimmung war. Und ich kann mir vorstellen, dass bevor man so einen Post öffentlich bringt, ja, bei den meisten ist es ja doch irgendwo ein Profil, was dann nachvollziehbar ist, da muss schon ganz schön viel passieren. Ja. Sage ich jetzt mal selber, derjenige, der nie so in sozialen Netzwerken was sagt, finde ich schon sehr deutlich, wie die Leute hier reagiert haben, als sie das ja, gelesen haben. Ne? Wie gesagt, von der Evangelischen Kirche, Twitter-Account, EKD, alles original. Ne? Und das ist natürlich dann die Reaktion, die natürlich ja, nie verwunderlich ist. So, diese Frau Annette Kurschus hat sich das wahrscheinlich als Kurzschlussreaktion nie ganz richtig überlegt. Ich weiß es nicht, was sie da sich gedacht hat. Auf jeden Fall bin ich durch Zufall drauf gekommen, dass die Frau Kurschus am 17.11., also gutes Jahr vorher, 2021, den EKD-Predigtpreis erhalten hat. Ja, für ihre besonders guten ja, Worte, die sie da findet. Also von daher weiß ich nicht, ob so ein Preis dann immer ja, gut ist, wenn dann ein Jahr später ja, mit solchen Worten und solchen Polarisierungen und mit so einer Parteinahme ja eigentlich alles kaputt gemacht wird, was man da sich vielleicht irgendwo erarbeitet hat. Das weiß ich eben nicht. Ne? So, ich bin da ein bisschen weitergegangen, habe da noch so verschiedene Artikel gefunden. Einer, das ist von publicomag.com, der dann als ja mehr oder weniger Schlusssatz zu dem Artikel, deswegen steht er hier noch mit drin, bemerkt hat, Zitat, ihre Vertreter, also die Amtskirche, die Vertreter der Amtskirche, haben die gleichen Biografien wie die meisten Politiker und Medienvertreter. Sie benutzen die gleichen Textbausteine, sie pflegen die gleichen Feindbilder. Wer sich auf den evangelischen Kirchentag begibt, kann auch auf einen Parteitag der Grünen beiwohnen und umgekehrt. Wahrscheinlich ist das Bedürfnis von sehr vielen heute sogar größer als vor C, ein Wort zu hören, das nicht
von dieser Welt ist. Ja. Und da ist mein kurzer Kommentar noch dazu, dass es hier nicht nur der Parteitag der Grünen ist, dem man dabei wohnen kann, sondern im Prinzip alle anderen Parteien, denke ich mal, auch. Ja, das da spielt keine Rolle. Wieder zwei Sachen ins Chat gestellt und dann weiter gescrollt und dann sehe ich, dass du das auch schon mal hattest. Ja, okay. Was hier steht auch, dass die Süddeutsche, die katholische betonten Würfel und grundlegenden Moment, wo war das? Also, ihre Friedensethik zu überdenken, das heißt, die haben kein Fundament, die ändern ihre Ethik. Ja, ja, naja, die überdenken das, ne? Und richten die Fahne nach dem Wind, so ist das, ne? Ja, ja, die Fahne, die hängt dann im letzten Bild vor der Kirche. Ja, genau, das ist dann die Regenbogenfahne, ne? Die ja auch vollkommen im falschen Licht dargestellt ist. Oder dieses Symbol oder dieser Regenbogen, sagen wir mal so. Ne? Ja, ich hab dann einfach mal geguckt, katholische Bischöfe, ne, weil jetzt mit den evangelischen sind wir jetzt erstmal so weit durch. Was ist da los? Und da bin ich eben auf einen Artikel gekommen von der Tagesschau vom 10.3. diesen Jahres. Und der hat ja in Auszügen eben, ja, das wiedergegeben, was wir mehr oder weniger jetzt die ganze Zeit über hören. Ich würde euch das bloß mal ganz kurz mal schnell nochmal anlesen, auszugsweise. Also da lesen wir zum Beispiel, dass eben der, Zitat, russische Angriffskrieg die Kirche zwingt, ihre Friedensethik zu überdenken. Die katholischen Bischöfe betonen, dass Waffenlieferungen für die Ukraine grundsätzlich legitim seien. Die evangelische Kirche äußerte sich ähnlich. Auf ihrer Frühjahrsversammlung haben die katholischen Bischöfe den russischen Angriffskrieg verurteilt und sich uneingeschränkt an die Seite der Ukrainer gestellt. Auch Waffenlieferungen halten sie für gerechtfertigt. Rüstungslieferungen an die Ukraine, die dazu dienen, dass das angegriffene Land sein völkerrechtlich verbrieftes und auch von der kirchlichen Friedensethik bejahtes Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen kann, seien grundsätzlich legitim, heißt es in einer Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz DBK. Sie wurde zum Abschluss ihrer Frühjahrsvollversammlung im fränkischen Wallfahrtsort 410 Heiligen bei Bad Staffelstein verfasst. So, und auch zu der eben benannten Annette Kurschus nimmt der Artikel Bezug. Kurschus meint, Zitat, nur Gebete und Mitgefühl reichen nicht. Ja, so, also, sie sagt dann darüber eben auch noch, dass sie es für schwierig hält, die geforderten Waffenlieferungen abzulehnen, wenn die Menschen sich nicht allein aus eigenen Kräften verteidigen können. Ja? So, und dann weiter. Aber Waffenlieferungen gewährleisten nicht das Ende der Gewalt, das wir uns wünschen, sagt die westfälische Präses dem evangelischen Pressedienst EPD. Ja? Und als letztes noch, oder vorletztes, lesen wir, dass Frau Annette Kurschus betont, das Dilemma der kirchlichen Position. Wie immer wir uns positionieren, wir können in dieser Situation keine weiße Weste behalten. Aha, sie hält es für zynisch zu sagen, Gebet und Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine müssten ausreichen. Ich kann nachvollziehen, dass die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung unterstützt wird. Das ist ein echtes Dilemma, aber dem dürfen die Kirchen nicht ausweichen, indem sie schweigen und sich aus der Verantwortung ziehen. Die katholischen Bischöfe wandten sich in ihrer Erklärung auch gegen die Versuche des russisch-orthodoxen Moskauer Patriarchen Kyrill, den russischen Einmarsch zu verteidigen. Alle wahre Religion lehnt den Krieg ab. Er ist eine Niederlage der Humanität. Wer ihn mutwillig auslöse, begehe ein Verbrechen vor Gott und den Menschen. In ihrer Lehre und ihrem Handeln sei die Kirche der Gewaltlosigkeit Jesu verpflichtet. Ja, ich wollte hier eigentlich, oder ich hatte hier schon noch mal so ein persönliches Fazit eingefügt. Das habe ich aber dann aus dieser Stelle hier entfernt und dann am Ende des Skriptes dann noch mal eingefügt. Grundsätzlich muss man jetzt sagen, dass ihr also hier diese Geisteshaltung schon ja relativ von Anfang an frühzeitig erkennt. Und daran sich offensichtlich bis jetzt ja nichts geändert hat. Ne? Und in diesem Tagesschau-Artikel lesen wir eben dann auch noch weiter, dass die Invasion in die Ukraine eben auch ein Angriff auf Europa ist und auch ein Angriff auf die Werte von Europa. Heißt es zumindest da in diesem Abschlussbericht von dieser Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe.
Europa tue gut daran, sich auf eine lange und schwierige Auseinandersetzung einzustellen. Eine Haltung der Entschlossenheit und der Eindeutigkeit jenseits von Hysterie und von taktischen Lavieren ist nötig, um diese Herausforderung zu bestehen. So, das heißt also für mich, kleine Anmerkung hier bloß, dass wir jetzt also hier aus katholischer, Klammer auf, ökumenischer Sicht, ja, einen Krieg führen, den man eben ja als gerechten Krieg nach dem Moraltheologen bezeichnen kann. Ja, und insofern muss ich sagen, hat sich tatsächlich hier an der Geisteshaltung erstmal nichts geändert. So, da ich natürlich jetzt hier nicht bloß eine Person mir mal anschaue, sondern eben dann nochmal weiter gucke, kann ja sein, dass es bloß ein Ausrutscher war, eine Kurzschlussreaktion, ja, habe ich dann nochmal auf ein Domradio geguckt. Und die haben auch eine Internetpräsenz und da bin ich auf den Bischof Heiner Wilmer aufmerksam geworden. Und dieser Bischof Heiner Wilmer ist auch noch der Vorsitzende der deutschen Abteilung Justitia et Pax. Ja, so, und ihr seht ihn hier auf der Seite 16, genau, so in seiner, ja, im Gebet versunken. Ja, ja, ihr wisst, dass wenn man ja betet, dann ja, soll man das eben ja möglichst ja in, also in einem Kämmerlein tun, wie es in Matthäus 6, Vers 6 heißt, die Tür zuschließen sollte und eben zu seinem Vater beten sollte und der im Verborgenen ist. Ne? Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir eben vergelten. So, und wenn ich mir dieses, ich sag's mal jetzt mal ein bisschen salopp, gestellte Foto hier angucke, ja, wo er sich sozusagen hier als ja, Betender inszenieren lässt, ja, ein absolut in meinen Augen gestelltes Foto, dann ist das für mich ja, eigentlich ein Ausdruck einer absoluten Heuchelei. Vor allem, ihr werdet es gleich lesen, was dieser Bischof zu sagen hat. So, bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Justitia et Pax Bewegung oder Institution. Da habe ich euch mal das Logo drunter gelegt. Genau, Deutsche Kommission Justitia et Pax. Und die ist direkt unterstellt dem päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und Frieden. Das heißt also, diese Farbgebung, weiß und weißer Hintergrund und gelbes Schrift, ist also da nicht ganz von ungefähr. Ne? Und ja, päpstliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Ist also ja eine Seite, die uns natürlich dann auch noch beschäftigen wird. Ich habe jetzt bloß mal da diesen Link mit eingefügt und unter dem Original-Link Justitia et Pax zusammengeschrieben.va kommt man, wenn man das so eingibt, direkt dann zur Expo 2017. Warum auch immer. Ne? So, ich habe euch jetzt mal direkt das Bild, was mir da auf der Seite entgegenspringt, nochmal unter, also nochmal reingeklebt. Jörg, vielleicht bist du nochmal so lieb und erklärst nochmal ganz kurz die Bedeutung dieser Schlüssel, weil das, denke ich, doch auch sehr wichtig ist, auch immer nochmal wieder zu erwähnen, gerade wenn jemand doch neu ist und das vielleicht nicht so weiß und da noch nicht so belesen ist drin. Die Bedeutung dieser Schlüssel ist im Grunde zurückzuführen auf die Bibel, wo Petrus zwei Schwerter hat und der Vatikan sieht sich ja als Fortsetzung der wahren Kirche Jesu Christi. Der Papst sieht sich ja als Nachfolger des Apostel Petrus, dem Jesus Christus alle Macht auf dieser Welt übertragen hat, nachdem ihm das selber vom Vater übertragen wurde. Er gibt das dann durch an Petrus. Und diese zwei Schwerter sind hier symbolisiert in der Form von zwei Schlüsseln. Unter einer Tiara, also einer dreistöckigen Krone. Also eine Krone, die der Papst trägt, die es aus Metall gibt, aus Gold gibt, aus Stoff gibt. Da gibt es verschiedene Versionen von. Die hat drei Kronen, deswegen Tiara. Ti von drei hat das wohl mit zu tun. Heißt ja nicht Triara, aber Tiara wird wohl mit der drei zu tun haben. Das ist nämlich die Herrschaft des Papstes über Himmel, Erde und Hölle, also Unterwelt. Deswegen die drei Kronen übereinander. Oben steht der Himmel, in der Mitte die Erde und unten die Unterwelt. Dann sind das, diese Krone ist auf den zwei Schlüsseln und das sieht nicht zufälligerweise so aus wie eine Piratenflagge, Totenkopf mit gekreuzten Knochen. Das hat schon seine Absicht, wo das alles herkommt.
Die Bedeutung der zwei Schlüssel ist die folgende. Man sieht, wenn man deutlich hinguckt, es ist der silberne Schlüssel liegt unter dem goldenen Schlüssel. Der silberne Schlüssel, der unten liegt, symbolisiert die temporale, also die weltliche Herrschaft des Papstes. Und der goldene Schlüssel symbolisiert die geistliche Herrschaft des Papstes. Der Geist liegt über dem Materiellen, also mit anderen Worten, das Geistliche beherrscht den Staat. Diese beiden sind mit einem roten Band zusammengebunden. Das rote Band steht für das Blut, das, wenn man diese beiden Schlüssel entweder trennt, also Kirche und Staat trennt, oder wenn man probiert, diese Schlüssel dem Papst wegzunehmen, das Blutvergießen folgt. Das ist in kurz so ungefähr die Erklärung dieser vatikanischen Flagge. Ja, vielen Dank, Jörg. Genau, und auf dieser Seite bin ich dann auch gleich durch Zufall auf die Laudato Si'de Erklärung, Enzyklika gekommen, wo ich euch ja gesagt hatte, dass wir uns ja in dieser Sendung damit auseinandersetzen werden. Nun ist das leider dazwischen gekommen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen werden, weil diese Laudato Si'de eine sehr wichtige Botschaft enthält. Und deswegen ist auch nicht grundlos in mehreren Sprachen übersetzt worden. Also hier ist von mehr als 20 Sprachen die Rede. Und unter anderem auch, ich habe es euch nochmal grün markiert, in die ukrainische Sprache. Ne? Also werden wir mal sehen, ob wir da vielleicht ein paar Dinge finden, die es lohnt zu wissen, wenn es da um diesen Konflikt geht. So. Dann fand ich es auch noch ganz interessant auf dieser Seite. Das ist jetzt aber deine Ankündigung da für die nächste Sendung, nehme ich jetzt an. Wäre es, ja. Wäre es, ja. Wäre es, ja. Ja, wir sind ja schon eine Stunde, 20 Minuten beschäftigt, ne? Wir sind ja, okay, gut, alles klar. Ja, ich sag's nochmal. Dann würde ich mal diese Ankündigung noch mal ein bisschen relativieren, weil wir ja hier bei dem Skript noch nicht mal die Hälfte geschafft haben. Aber was heißt, wir haben geschafft, wir schaffen natürlich immer was. Und es kommt ja nicht auf irgendwelche Seitenzahlen an. Von daher ist das alles okay. Aber dann würde ich natürlich, bevor ich Laudato Si'de bespreche, dann dieses Skript noch mal durchnehmen. Ne? Aber das ist ja okay, das passt wunderbar. Ja, Jörg, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das mal als Vorankündigung. Ja, das kann man ja machen. Man muss ja irgendwann auch mal zum Ende kommen. Ich glaube, alles gut. Ich habe das mit der Zeit nicht im Blick. Ja, ich glaube, unsere Zuschauer haben eine ganze Menge zu verarbeiten. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen aus mir rausgekommen heute, im wahrsten Sinn des Wortes. Es tut mir nicht leid. Ich nehme nichts zurück. Ich stehe dazu. Ich stehe zu jedem Wort, das ich gesagt habe und zu jedem Wort, wie ich es gesagt habe. Ja? Ich nehme da nichts von zurück. Und wohin das führt, dass Frauen die Leitung in der Kirche übernehmen, das sieht man ja daran als Beispiel, wie die EKD vom wahren Glauben abfällt. Um jetzt nur mal ein offenbares Beispiel zu nehmen, also ein offensichtliches Beispiel zu nehmen. Eine Sendung, die, werden viele sagen, überhaupt nichts mit modernen Kriegen zu tun hatte. Nein, wenn wir so viele Verse über Frieden und über Töten und andere Dinge gelesen haben, dann hat das eine ganze Menge damit zu tun. Jetzt nicht vielleicht unbedingt auf diesen Krieg bezogen, aber ihr seht ja, dass hier bereits die Saat gesät wurde, um in der nächsten Folge mit diesem Weitergehen dieses Skriptes, und ich nehme dich hier beim Wort, Gerald, dass ich kein neues Skript kriege, sondern dass wir das weitermachen und dass wir dann in die Laudato Si gehen, die ja im Grunde nichts anderes ist als die Weltpolitik von heute einmal näher angeschaut im Angesicht des sogenannten Klimawandels, den sie uns verkaufen wollen. Mhm. Genau wie sie uns andere Dinge haben verkaufen wollen. Ich weiß nicht, warum ihr das Wort Corona nicht aussprechen tut. Ich tue es jedes Mal. Ja. Sie haben Corona in die Welt gebracht. Sie haben Covid-19 in die Welt gebracht. Sie haben die Menschen das glauben lassen, genauso wie sie die Menschen viele andere Dinge haben glauben lassen. Die Menschen glauben die Dinge, die sie nicht recherchieren, an erster Stelle. In dieser Welt. In dieser Welt. Nichts hat jetzt mit dem göttlichen Glauben zu tun. Den nehme ich jetzt mal eben aus. Sondern sie glauben diese Dinge, die ihnen in der Welt präsentiert werden, weil sie ihnen präsentiert werden. Der hat das gesagt, die Zeitung hat darüber geschrieben, der Nachrichtensprecher hat das gesagt, der Papst sagt das. Ja, das wird doch richtig sein. Das glaube ich. Ich frage gar nicht nach.
Das ist leider die Mentalität, in der wir heute leben. Damit müssen wir leben. Deswegen haben Gerald, Marius und ich uns das zur Aufgabe gemacht, die Leute über diese Problematik aufzuklären und ihnen anhand unter anderem des Ukraine-Krieges viele Dinge aufzudecken. Es geht ja nicht darum, dass wir von Anfang an nur den Ukraine-Krieg besprechen wollen. Nein, wir wollen besprechen, wie alle Kriege religiös gesteuert sind. Und ich glaube, mit diesem Waffenrasseln, das die evangelische Kirche macht, das die katholische Kirche macht, wo die Kirchen alle mitspielen in diesen Säbelrasseln, sagt man das, glaube ich, nicht Waffen, sondern Säbelrasseln, sagt man, glaube ich, wenn man damit mitmacht. Da sehen wir doch, wie diese ganzen Dinge nicht so offensichtlich für jeden, aber deutlich im Hintergrund, alle einen religiösen Hintergrund haben. Und da geht es uns, dem aufzudecken, und da geht es uns, diesen an die Bibel zu halten. Und wenn wir uns dann nochmal Jakobus Kapitel 3 und ähnliche vorgelesene Verse von vorhin ins Gedächtnis rufen und vielleicht nochmal das ganze Kapitel in Ruhe studieren, in einem ruhigen Kämmerlein, und danach in diesem selben ruhigen Kämmerlein mal auf die Knie gehen und dem Vater im Himmel danken dafür, dass er uns diese Erkenntnis überhaupt zugänglich macht. Weil Weisheit kommt vor allen Dingen durch das Lesen des Wortes Gottes. Und deswegen sorgt dafür, dass ihr immer die richtige Bibel zur Hand habt. Denn nur da steht die Wahrheit in. Damit gebe ich das Schlusswort ab an Marius und an Gerald. Und für meinen Fall sage ich Shalom, Maranatha. Vielen Dank, Jörg. Ich will da gar nicht so viel dazuführen. Es ist so, dass diese Kriege ja viele Gesichter haben und einen geistigen Ursprung, eine Quelle. Und egal, ob das jetzt ein Klimakrieg ist oder ein Gesundheitskrieg oder ein Krieg, den man eben gegen Menschen führt mit Waffen, das ist immer derselbe Ursprung. Und ihr seht ja, dass es also dort einen biblischen Bezug gibt. Das habt ihr an diesen Bibelstellen natürlich nochmal selber sehen können, die ja auch nur ein Auszug waren von denen, die es da insgesamt noch zu erwähnen gäbe. Aber ihr seht hier, dass es eben wirklich einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen einem Bibelglauben und dem, was man als Kirche hört und wahrnimmt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass man dort bitte nicht alles über einen sprichwörtlichen Kamm schert, sondern auch immer lernt zu differenzieren, dass das, was wir hier besprechen, nichts mit der Amtskirche, nichts mit überhaupt einer irgendwie in Stein gemeißelten Kirche zu tun hat. Ne? Das ist eine vollkommen andere Sache. Ja? Also, dass dann gesagt wird, so, naja, das ist doch alles, das lass mich mit der Kirche in Ruhe. Das ist im Prinzip ja das, was ja auch passieren soll, meiner persönlichen Meinung nach, damit die Leute sich eben komplett von diesen Dingen wie der Bibel eben abwenden. Und wenn ich es eben schaffe, durch vielerlei Missbrauchsskandale und was weiß ich nicht alles, da eben die Kirche, beziehungsweise ich sage jetzt mal auch die Bibel mit in Verruf zu bringen, ja, dann habe ich es doch geschafft. Hauptsache, die Leute lesen da drin nicht. Und da spreche ich noch nicht mal von den korrumpierten und verfälschten Bibeln. Ne? Also ihr seht, dass das alles um dasselbe Thema dreht. Und diese Dinge, die wir hier besprechen, haben immer einen religiösen Bezug. Und in der nächsten Sendung, ich versuche das Skript nicht zu verändern, Jörg, ich versuche es, werde aber wahrscheinlich trotzdem auch nochmal euch einen aktuellen Bezug geben, dass sehr wohl Religion auch in diesem aktuellen Konflikt in der Ukraine jetzt als Beispiel eine immer größer werdende Rolle spielt. Also es wird immer mehr in diese Kiste, in diese Trickkiste gegriffen auch. Ne? So, das ist im Prinzip das, was ich so ein bisschen euch noch mitgeben möchte. Und natürlich auch möchte, dass ich euch gerne dann wieder zur nächsten Lesung mit hier begrüßen darf. Und insofern würde ich das Wort an den Marius geben und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald und Maranatha. Ja, du hast dich, während du die Artikel über die Kirche gezeigt hast, gefragt, ob das Ausrutscher sind. Da war es natürlich interessant zu untersuchen, wie weit sind überhaupt Ausrutscher in die breite Öffentlichkeit von, in Anführungsstrichen, Geistlichen möglich.
Die sind ja in eine Hierarchie eingespannt. Und ich habe gehört, dass ein Priester, katholischer Priester, kein Buch veröffentlichen darf, der irgendwie die Kurie nicht abgenommen hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist halt eine Hierarchie. Und wenn es dann schon groß in der Zeitung steht und sprichwörtlich von den Dächern gesungen wird, na, ob das dann so ein Ausrutscher sein kann, weil dann würde er ganz schnell wieder von der Hierarchie zurückgepfiffen werden, wenn das dann Ausrutscher wäre. Das Ganze führt, wie der letzte Screenshot im Chat zeigt, zu immer mehr Kirchenaustritten. Da lesen wir jetzt, dass das anscheinend ein Rekord ist. Das ist natürlich schön, das ist positiv, aber wie du schon gesagt hast, die Leute trennen nicht zwischen der gefallenen Kirche und dem wahren Wort Gottes, der Bibel, und lassen wahrscheinlich oder viele davon, die da austreten, auch die Bibel fallen. Deswegen, einerseits ist es schon positiv, dass da diese Strukturen an Mannstärke verlieren, andererseits ist es wahrscheinlich nicht so gut zu hoffen, dass da sehr, sehr viele zum wahren Glauben finden. Das ist natürlich zu wünschen, ob das welche dann durch solche unschönen Aktionen der Kirche dazu bewegt werden, wäre schön. Dafür wollen wir beten, aber muss man immer so beidseitig betrachten, solche Meldungen. Ja, das wäre mal so mein Schlusswort. Das ist natürlich auch problematisch, wenn so viele Bibeln verfälscht sind oder von irgendwelchen Abschriften stammen, die nicht mehr das Originale sind. Macht es die Recherche nicht und Untersuchung nicht leichter. Aber wenn jemand die Wahrheit liebt und an die Wahrheit ran möchte, dann macht ihnen die Mühe nichts aus, tief zu forschen, das Wahre zu suchen. Und das ist ja die unverfälschte Bibel, das wahre Wort Gottes. Maranatha.